meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Ja, es ist wieder mal Zeit für einen Blick in die Kommentare. Die letzte Folge von Gute Zeilen, schlechte Zeilen berücksichtigte ja die Videos, die bis 18.05. veröffentlicht wurden. Jetzt geht's also weiter mit den Videos, die danach veröffentlicht wurden. Ich habe festgestellt, dass ich in meiner Inbox nicht alle Kommentare angezeigt bekomme, die zu meinen Videos kommen. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen anders vor, gucke mir also die Kommentare zu jedem einzelnen Video an und gehe die mal durch. Demzufolge geht es jetzt also weiter, erstmal mit den Kommentaren zur Folge 78. Da hatte ich ja angefangen, die Zuschauerbauten vorzustellen. Na, die Leute, die also zur 50. Folge meine Welt heruntergeladen haben und dann was gebaut haben und mir das zugeschickt haben, deren Sachen habe ich dann hier zum Teil vorgestellt. Den Anfang machte ein Segelschiff von Messi ist cool 2, das ich also da vorgestellt habe und wo ich ein paar Anmerkungen dazu machte. Hier wieder mal die Frage nach dem Texturenpack, die wird wohl nie aussterben. Damals war es noch das LB Photorealistic, mittlerweile ist es das aktuelle Texturenpack von Down for Life Minecraft, zu finden auf seinem Kanal D4L Minecraft, auch in meinen Empfehlungen drin. Ja, na, dann hier zum Schiff. Ich bin tatsächlich eine Weile mal gesegelt. Das war bei mir die Zeit nach dem Abitur, beziehungsweise während des Abiturs. Da haben wir in einem, ja, in einer Arbeitsgemeinschaft an der Schule den Jollenseglerschein gemacht. Und als Abschluss waren wir dann eine Woche auf einem richtig großen Schiff auf der Ostsee unterwegs. War ein Traditionssegler, gebaut 1936, 30 Meter lang, 8 Meter breit und 300 Quadratmeter Segelfläche, ein Zweimaster, eine Catch. Und ja, waren damit eine Woche auf der Ostsee unterwegs und das habe ich dann noch eine Zeit lang gemacht. Einmal im Jahr, so 14 Tage auf so einem Dickschiff und habe mir dann auch später in eine Jolle geholt und bin dann auf den Flüssen und Seen bei mir in der Umgebung rumgekreuzt. Hab das ein paar Jahre gemacht, viel Spaß dran gehabt, bin allerdings nie Regatten gesegelt, sondern hatte einfach meinen Spaß damit, einfach nur ein bisschen unterwegs zu sein und hatte dann aber nicht mehr die Zeit, mich richtig um das Boot zu kümmern und hab das dann aufgegeben. Das war alles noch im letzten Jahrtausend. Ja, ich habe mein Abitur 1982 gemacht, Leute. No. Ja, aber Seefahrt und Segelschiffe und so weiter, das hat mich immer interessiert und deswegen habe ich dazu viel eben auch gelesen. Besonders natürlich die historischen Romane, Cecil Scott Forrester, die Hornblower-Serie, dann hier Richard Bolito, die Romane oder halt die neueren Sachen, oder, ja, was heißt neuer? Von Alexander Kent ist die Richard Bolito-Reihe und dann gibt's ja noch hier von David O'Brien, Scott O'Brien, Patrick O'Brien heißt er, die Master and Commander-Serie, die alle so 16., 17., 18. Jahrhundert spielen auf den Segelschiffen in den napoleonischen Kriegen zwischen England und Frankreich, England und Holland und so weiter. Haben ja auch andere Seefahrer Geschichten gelesen, teilweise auch ja, so richtig eher Geschichtsbücher dazu, so eine Sachen. Oder die Geschichte der Entdecker, so die das Logbuch von Magellan bei seiner Weltumsegelung und so weiter. Von daher weiß ich also einiges über Segelschiffe und habe das also hier auch in meiner Besprechung von dem Segelschiff, was Messi ist cool hier vorgestellt hat, dann einfach dazu beschrieben. Obwohl es also ja ein paar sachliche Fehler gibt, ist das Segelschiff natürlich schön gelungen, was er hier gebaut hat. Deswegen habe ich es hier auch vorgestellt.
Und ja, natürlich habe ich die Sachen, die die Leute gebaut haben, in einer Kopie meiner Welt mit MacEdit in meine Welt rein importiert. Anders geht's meines Wissens schließlich nicht. Ja, nur mal hier auf diesen kurzen Kommentar alles mit MacEdit gemacht einzugehen. Natürlich mit MacEdit. Wie sonst? Ja, wie hätte ich sonst die Sachen in meine Welt reinbringen können? Ja, gehen wir dann gleich weiter zum nächsten Video, Folge 79. Gab es relativ wenig Kommentare. Vier Stück an der Zahl. Da geht es um das Gemeindehaus. Gut, das war auch, ja, nicht so was Besonderes. Ist, zack, 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 Schematik. Ja, da ging es auch um das Thema hier Schematics generell. Es gibt, glaube ich, inzwischen eine Seite, wo man Schematics austauschen kann und oder sein Schematic hochladen kann, andere runterladen kann. Link weiß ich allerdings nicht, müsste man mal suchen. Und ja, sieht natürlich sehr nach einem Gemeindehaus aus, was aus dem Millionär Mod kommt, aber egal. Ja, das dazu dann Folge 80. Wir sind immer noch bei den Zuschauerbauten. Genau, Karaba Tabana, das Sony 840 gebaut hat, erntete großes Lob. Na komm schon, hier schalt um. Also wieder der Dutchman. Ja, 240p, wenn ich ein Video hochlade, muss das erst verarbeitet werden und YouTube stellt erstmal nur eine Version in 240 Zeilen zur Verfügung. Wenn man eine Stunde wartet, ist dann auch die HD-Version zur Verfügung. So einfach ist das. Ja. Gibt natürlich Leute, die sind so hardcore und ziehen sich dann erstmal die 240 Zeilen-Version rein mit der schlechten Bildqualität. Ja. Aber egal. Ja, viel Lob für Sony 840 hier in den Kommentaren. Ist auch eine wundervolle Arbeit, dieses Dorf. Ja, mit der Wassermühle, die ich zuerst gar nicht so als solche erkannt habe. Und da ist er also auch inzwischen dabei, das zu updaten. Das wird dann also auch nochmal in die Welt eingepflegt. Und ja, hier noch die Nachfrage, wieso kannst du Schinken stapeln? Das liegt an dem Mod More Stackables, den ich installiert habe. Ist eine sehr schöne Sache. Ich kann halt zum Beispiel eben 16 Schinken, gekochte Schinken oder rohe Schinken stapeln. 4 Boote, 4 Minecarts, 8 Türen, 12 Schilder und so eine Sachen. Also Sachen, die sonst eigentlich sehr viel Platz im Inventory und in den Truhen wegnehmen, kann ich stacken. Der Haken dabei ist, ich kann gestecktes Fleisch oder gesteckte Brote nicht essen, sondern das geht nur mit einem einzelnen Stück Fleisch. Deswegen seht ihr also bei mir immer in einem der Slots ein einzelnes Stück Fleisch und oben im Inventory dann den Stack mit 10, 12, 13, 14 Stücken Fleisch auf einem Stapel. Und ich packe mir dann immer, wenn ich eins esse, ein neues einzelnes unten in meine Slots rein, weil ich halt nur einzelne Stücke Fleisch essen kann. Wenn man versucht, ein Stack Fleisch zu essen, dann stürzt entweder das Spiel ab oder es passiert gar nichts. Ja, ist also genauso wie im realen Leben. Ja, wer schon mal versucht hat, 16 Steaks zu essen, weiß, wovon ich rede. Oder versteht es auch, warum dann Minecraft eventuell abstürzt. Ja, Karaba Tabana kam, wie gesagt, sehr gut an. Es ging dann weiter in Folge 81. Na, da haben wir es. Folge 81, Zuschauerbauten Teil 4. Was habe ich da vorgestellt? Testfahrgarage. Ach ja, genau, von Hammer 788. Die kleine Hütte, die er da in die Wand reingeschlagen hat, die ich letzten Endes nicht in meine Welt übernommen hatte, weil Obi-Wan Kenobi mit seinem Neptuns Dank die Ecke schon bebaut und verändert hatte, sodass also das nicht mehr da reinging. Teil 4, Teil 5.
Jawohl, das ist dann. Zack, da kriegen wir es. Ja, das ist die Folge, in der genau die Halle des. Nee, Quelle der Lava und Quelle des Wassers vorgestellt wurden. Sehr schöne ausführliche Kommentare hier, zum Beispiel von Zeitreisender, der das Teil, glaube ich, auch gebaut hat, wenn ich mich recht erinnere. Ja. No. Und ja, also schöne Kommentare hier, einfach auch ausführlich, ne, mehr als ein paar Zeilen oder mehr als eine Zeile hier. Das ist immer gut, wenn man halt nicht nur sagt, jo, geil, sondern auch sagt, was einem gefällt oder noch so die eine oder andere Anmerkung dazu hat, dass man einfach noch ein bisschen mehr dazu zu sagen hat. Solche Kommentare, die bringen einen vorwärts, die bringen das Ganze weiter. Dann, ja, da hatten wir, habe ich da angefangen, die Trackmania-Videos vorzustellen. Die schauen wir uns dann mal später an. Da. Hier Zuschauerbauten Teil 7. Na komm schon. Zack. So, genau, da ist jetzt vorgestellt worden Neptuns Dank. Auch sehr gut bei euch angekommen. Und ja, beide Dörfer liegen halt nebeneinander und werden sich wahrscheinlich auch vermischen. Okay, das, was ich für ein Hotel gehalten habe, ist eigentlich ein Mietshaus. Und ja, bei der Fuchshöhle zwei Herzen, ein Gedanke. Muss noch mal selber noch mal reinlegen. Ja, na, bei den langen Kommentaren ist es auch okay, wenn ihr viel zu sagen habt und die 500 Zeichen, die ihr da von YouTube habt, einfach dafür nicht ausreichen, ist ein Doppelpost auch okay. Na. Und ja, auch Neptuns Dank ist noch weiterentwickelt worden, ist noch weiter ausgebaut worden und wird demnächst auch wieder mit einem aktuellen Stand in meine Welt eingepflegt. Wieder einmal die Frage nach dem Texture-Pack. Okay. Ich glaube, selbst wenn ich es am Anfang jedes Videos sagen würde. Am Anfang jedes Videos, ist das grammatikalisch richtig? Ich glaube ja. Also selbst wenn ich es am Anfang jedes Videos sagen würde, welches Texture-Pack ich benutze, würde, glaube ich, trotzdem die Frage kommen. Deswegen spare ich mir das also, das in die Kommentare reinzuschreiben oder in die Beschreibung reinzuschreiben oder am Anfang des Videos zu sagen. Die Fragen kommen ja trotzdem. Ja, auch hier nochmal großes Lob an den Erbauer. Weiter geht's. Nach Neptuns Dank waren wir ja mit den Zuschauerbauten soweit durch. Es kommt, ah ja, Neptuns Dank war doch so groß, dass es eben in zwei Teilen vorgestellt werden musste. Das war ja dann noch dieser lange Weg, der von Neptuns Dank am Creeper Memorial vorbei führt, zurück zur Strandvilla und zur, und wo dann auch die Wolkenvilla. Dabei war, alles gebaut von Obi-Wan Kenobi. Sehr gute Reaktion von euch, ist also richtig gut angekommen, das, was Obi-Wan da gemacht hat. Ja. Und Animation ist gut, Kürzer, gut. Ja, solche Kommentare lese ich natürlich auch immer gerne. Ist auch wieder mal einfach nicht nur geile Folge oder geiles Let's Play, sondern eben auch geschrieben, was ihm genau gefällt. Was er gut findet. Ja, das heißt, das hilft einem immer weiter, wenn man weiß, okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Da brauche ich nicht dran rumfummeln, sondern kann sich dann auf andere Sachen konzentrieren. Ja, das war auch die Phase, in der gerade Beta 1.6 durchlief. Wie bekommt man so eine Karte? Habe ich im Cartographer-Video beschrieben. Und nochmal was zu MacEdit. Ja, also ich benutze MacEdit nur, um die Zuschauerbauten in meine Welt zu integrieren. Selber meine Welt mit MacEdit zu verändern, das mache ich nicht. Da benutze ich lieber TNT. Macht halt einfach mehr Spaß.
Und das Spielen soll ja Spaß machen. Ansonsten, ich nutze natürlich auch die Sachen, die ihr in den Zuschauerbauten in den Truhen für mich hinterlassen habt. Na, so komme ich also zum Beispiel an den Netherrack, den ich jetzt überall als Feuerquelle drin habe, in den Kaminen und Schornsteinen und so weiter, oder an die Lightstones, die ich verbaut habe teilweise, ohne dass ich selber schon mal im Nether war. Ja, kann man natürlich als Cheaten benennen, weil ich diese Sachen nicht selber abgebaut habe. Aber wenn sie in der Welt drin sind oder in einem Teil der Welt drin sind, in meiner Kopie, wenn sie mir von einem Mitbauer quasi gestiftet werden, in der Kiste liegen gelassen werden, dann geht das für mich noch okay. Na? Aber so eine Sachen wie Inf-Edit oder Too Many Items, das werde ich zum Beispiel nicht benutzen. Und auch zum Beispiel den F3-Trick, um zu sehen, wo Monster sind oder wo eventuell ein Spawner in der Nähe ist, dass man da die Richtung rauskriegt. Den werde ich nicht nutzen, jedenfalls nicht mit dem Hintergrund, dann einen Spawner zu finden. Wofür ich es nutze, ist, wenn ich Minecart-Strecken baue, um halt die Positionen genau aufeinander abzustimmen, wenn ich von der anderen Seite halt aus einen bestimmten Zielpunkt genau erreichen will. Na, das werde ich zum Beispiel machen, wenn wir die Minecart-Strecke bauen von Puerto Vallarta zum Club Les Piranhas. Na, da muss ich ja sicherstellen, dass ich an einer bestimmten Stelle halt rauskomme mit meinem Tunnel. Und da werde ich halt F3 nutzen, um halt die Positionsangaben zu kriegen. Na. So, ja, das soweit dazu. Ah, die Lavalache oben war ursprünglich als Müllschlucker gedacht. Okay, oder als Grill. Ja, müssen wir auch mal mit 1.6 bei der Villa nachgucken, ob das Ding eventuell schon abgebrannt ist. Okay, schauen wir einfach mal. Nächste Folge, genau, mit Folge 86 waren wir dann doch endlich mit den. Ja, mit den Zuschauerbauten durch. Und es ging los, endlich wieder buddeln. Genau, da haben wir in der Nähe von der Halle des Lichts, Halle des Wassers, angefangen zu buddeln, diesen Minenschacht auszubuddeln und haben dann auch die Höhle weiter ausgebuddelt, die dann zur Ode an den Sichtbeton umbenannt wurde. Und Karte Klasse, genau, da habe ich mal wieder Cartographer Maps eingesetzt. Die Karte, die in-game jetzt ja mit der 1.6 zur Verfügung steht, mit der kann ich ehrlich gesagt nicht so richtig was anfangen. Das habe ich, glaube ich, im Video gesagt. Mit der Cartographer Karte, die halt eben nach Osten ausgerichtet ist, komme ich eigentlich am besten klar, weil das irgendwie auch zu meiner Orientierung in der Welt passt. Ja. Texturenpack, ich glaube, ich habe da mal kurz mit dem Original-Texturenpack gespielt. Nee, das ist das von Down for Life, deswegen dieser Kommentar hier. Ja, mit der Stimme relativ zu den Minecraft-Geräuschen wird es immer wieder mal ein bisschen Probleme geben, weil mein Mikro sehr empfindlich ist, was den Abstand zur Sprechquelle angeht, also in diesem Fall zu mir. Sobald das nicht haargenau im selben Abstand ist wie sonst, ist halt die Stimme lauter oder leiser. Wenn ich also mal eine Aufnahme zwischendurch unterbrechen muss und dann das Mikro wieder nicht genau so positioniere, ist das schwierig. Seht ihr jetzt, glaube ich, auch im letzten Video in der Folge 103. Da ist mir das passiert. Da ist es halt zwischendurch einfach mal ein bisschen leiser, mein Kommentar. Weiß ich noch nicht. Habe ich auch noch nicht so eine richtige Lösung dafür. Bis jetzt geht's ja im Großen und Ganzen, kommt nicht allzu häufig vor. Ja, lange Minecart-Strecken. Da hatte ich das Minecart-System noch nicht umgebaut. Gute Folge, macht Spaß zuzusehen. Bau doch mal einen Lavafall oder ähnliches. Ja, habe ich schon gemacht. Folge 18, das Creeper Special. Na, da gibt es mehr als genug Lava. Entschuldigung.
So, und jetzt hoffe ich mal wieder, dass das Mikro genauso sitzt wie vorher. Ja, immer natürlich wieder Kommentare von Leuten, die halt noch nicht alle Folgen gesehen haben. Die wissen natürlich nicht, was ich halt schon alles gemacht habe. Kann man auch, ja, sage ich mal, nicht erwarten. Oder von jemandem verlangen, dass er wirklich alle Folgen sich anguckt und alle Kommentare liest, damit er wirklich auf dem Stand ist, weil er bei mir, glaube ich, mindestens 3 Tage durchgehend damit beschäftigt wäre, bevor er hier seinen ersten Kommentar machen könnte. Na, allein, ich glaube, bis zur 50. Folge hatte ich ja schon 16 Stunden Videomaterial hochgeladen. Ja. Also von daher, das ist nichts Schlimmes. Dann gibt es halt kurz den Hinweis hier, habe ich schon mal da gemacht oder habe ich schon mal da gemacht. Und wenn man sich dann die Folgen durchschaut, das kann man ja machen, dass man, was weiß ich, an einem Tag immer die aktuelle Folge guckt und dann eine von den älteren und so langsam dann auf den aktuellen Stand kommt. Na? Oder sich halt einfach mal 3, 4 von den alten Folgen hintereinander anguckt. Das geht ja alles. Ja, ist auch gut bei euch angekommen, dass ich halt hier wieder einfach mal angefangen habe zu buddeln. Denn 7 Folgen oder genauer gesagt 8 Folgen mit den Zuschauerbauten, mit der Vorstellung, war halt doch ein recht langer Let's Show-Teil. So, komm schon, Kiste, mach hin hier. Zuschauerbau, Shooters, Rappen, endlich wieder buddeln. Genau. Dann die 87. Folge, da sind wir dann in die Mine oder an den Sichtbeton reingegangen, haben da die Höhle erkundet und ja, das ist ein Klassiker, der immer wieder vorkommt. Wo kann man Minecraft kaufen? Deutsch, bitte Link schicken. Es gibt tatsächlich Leute, die das immer noch nicht wissen. Also macht euch da selber schlau, wenn ihr das selber nicht rauskriegt. Dann habt ihr auch keine Chance, das Spiel zu spielen. Na, ist einfach euer IQ, der euch da im Wege steht. Ja. Ja, ich habe in der Folge, glaube ich, auch einiges zu 1.6 gesagt. Gab ja da diesen Update-Run von 1.6, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5 und schließlich 1.6.6. Dass also vieles dann nicht mehr so funktioniert hat, wie man es gewohnt hat, war und so weiter. Ja, also wenn ich mir angucke, was andere da so machen und als Alpha rausbringen oder als fertige Version rausbringen, wo dann letztendlich weniger funktioniert als hier bei Minecraft in der Alpha, kann man da Mojang durchaus mal ein Auge zudrücken. Ansonsten gilt natürlich die Regel Never play on a patch day. War im vorigen Video ein schöner Kommentar. Ja. Aber auch hier wieder schöne Kommentare von euch. Ja. Halt ausführlich geschrieben. Und ja, hier nochmal ein Tipp zu More Stackables. Der ist ja inzwischen auch geupdatet. Und dann hier mit dem Creeper. Ich glaube, das waren 2 Creeper, die da hochgegangen sind. Oh, genau, ich mache mir also auch durchaus immer wieder mal vor jedem Update eine Kopie meiner Welt. Hab da also auch inzwischen eine ganze Sammlung zusammen. Oh, hier. Ja, ganz typisch der Kommentar. Ich denke, da hat er für viele gesprochen. Nach dem ganzen Geschoue ist es ein Segen, dich wieder mal buddeln zu sehen. Genau das war halt auch die Absicht. Ne? Es muss halt immer Abwechslung drin sein. Das ist ja das Schöne dabei, dass man das hier eben auch in Minecraft machen kann. So, da hatten wir hier Folge 87. Jawohl, Germany's Next Top-Höhle. Sind wir immer noch in der Höhle bei der. Ach, was mache ich denn hier? Sind wir immer noch in der Höhle? In der. Na, kann ich denn hier mal richtig klicken, bitte? So. Sind wir immer noch in der Höhle bei der Ode an den Sichtbeton? Die hat sich ja wirklich als Riesenhöhle entpuppt. Da werden wir auch nochmal reingehen
und uns richtig unten noch umgucken. Na, die letzten Folgen habe ich ja wieder viel gezeigt, also eher Let's Show-Charakter. Dann wird es mal wieder Zeit, in die Höhle reinzugucken. Das Video ist mir tatsächlich durchgängig ein bisschen sehr hell geworden. Das habe ich dann auch erst nach dem Rendern gesehen. Aber 25 Minuten Video zu rendern dauert bei mir 2,5 Stunden. Ja, na, ist halt eine Sache, die man immer wieder neu in den Griff kriegen muss. Dann hier neuer Abonnent, erster Part, den ich von dir gesehen habe und sofort abonniert. Gerne. Ja, und nicht vergessen, wie gesagt, mich weiterzuempfehlen und natürlich die anderen Parts noch nachgucken. Ja. Ja, herrlich, musst du schon beim Titel grinsen. Let's Rock Minecraft, die haben ja auch ein schönes Händchen für Titel mit ihren Minecraft Crips oder MTV Crips Kopie, die sie da gemacht haben. Auch ein Kanal, den ich empfehlen kann, Let's Rock Minecraft, weil die Jungs halt auf einer Server-Map spielen, die wohl tatsächlich jetzt in den nächsten Tagen, Wochen auch online gehen wird, richtig als Server-Map oder als Server bespielbar ist, dann auch von anderen, wo man sich dann also direkt live in Minecraft angucken kann, was die Jungs da alles Tolles bauen und mitmachen kann. Das entwickelt sich also noch. Schauen wir weiter bei der nächsten Folge 89. Was haben wir da gemacht? Genau, da haben wir den Höhleneingang ausgebaut bei der Mine oder an den Sichtbeton. Und naja, Momentchen mal, was haben wir hier? Ja, da haben wir mal. Ach ja, also dieser Kommentar hier, Förster H, nein, bitte blockier mich nicht, ist ja nur Spaß. Es gibt Tage, an denen ich solchen Spaß einfach nicht verstehe. Na, man sollte sich fragen, wenn man also hier entweder First oder Erster kommentiert, sollte man sich einfach mal fragen, ist heute mein Glückstag? Denn es hängt bei mir von der Tagesform ab und kam ja dann relativ spät. Oder danach dann noch ein paar andere Sachen. Sonst hier eigentlich erstaunlicherweise relativ wenig Kommentare zum Video selber. Außer hier von halt von Loli gab es ein paar Sachen. Er schrieb dann hier was nettes Segelschiff. Und ich habe mich gefragt, wo in der Folge irgendwo ein Segelschiff zu sehen ist. Ja, ist er also einer optischen Täuschung erlegen. Wenn du es nicht Folge 88 hochskaliert hast, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was er damit meint. Unnötig. Ob er sich damit auf Reps bezieht. Wie auch immer. Ja, die Frage, wie nimmst du Videos auf? Will auch aufnehmen. Klassische Antwort, Fraps kaufen. Ja, hier gleich doppelt von dem Jungen. Werden wir vielleicht noch mal was hören. Ich bezweifle es aber. Ja. Für solche Fälle schaut in meine Toolbox-Videos. Da ist dann einiges beschrieben. Wie gesagt, hier habe ich meine Zweifel. Schauen wir mal weiter. Genau, Grundregel, alles dauert länger, Folge 90. Wo ich dann den Ausbau der Mine, also des Wohnbereichs oben in der Mine, abgebrochen habe im Video und dann offscreen weitergemacht habe. Hier wieder mal Klassiker, Frage nach dem Texturenpack. Und also wieder klar, was soll man da denken? Ja, Leute, ihr habt's doch gehört. Ne? Ja, Schönstein. Den Namen habe ich von Minenarbeit und mir geht's da genauso wie Sony 840. Immer wenn ich das höre, muss ich auch schmunzeln und immer wenn ich das sage. Ja. Das habe ich, wie gesagt, einfach von Minenarbeit übernommen. Findet ihr auch bei mir in den Empfehlungen. Sein Kanal macht ein richtig schönes Let's Play. Und freue dich auf Let's Build 13. Müsste ich mal nachgucken, was das genau ist.
Was da Down for Life macht. Ja, hier habe ich einfach mal selber den ersten Kommentar reingesetzt und gab auch gleich 5 Daumen hoch dafür. Da haben also ein paar Leute diesen Witz verstanden. No. Und ja, weiter geht's. Folge 91. Zack, 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 zack. Jawohl. Oder an den Sichtbeton. Da kriegt also die Mine ihren Namen. Und jawohl. Es gibt immer wieder Kommentare, aus denen ich nicht schlau werde. Nicht, jedenfalls nicht so ganz schlau werde. Wirklich tolles Video. Mach weiter so. Da gibt es kein Problem mit dem Verstehen. Aber ich wollte dich nur einmal. Ja, was denn? Herzlich knuddeln oder nach meinem TP fragen. Also ein Texture Pack. No. Ja, super Video wieder mal. Musst du schon beim Titel lachen. Oder an den Sichtbeton. Klar. Und was haben wir hier? Spawn Point Höhle war da la. Ja, bestätigt hier wieder meine These, es gibt keine schlechten Karten. In Minecraft keine schlechten Welten. Was Fortissimi da erlebt hat, hat jetzt zwar nichts mit dem Video zu tun, macht aber auch nichts. Und ja, Folge 92. Schauen wir uns dann auch nochmal die Kommentare an. Und ich glaube, dann haben wir auch so die Länge von der Zeit erreicht. Wieder mit der Spitzhacke unterwegs. Wir sind also nochmal runter in die Höhle. In der Oder an den Sichtbeton. Und haben da noch so einiges entdeckt. Und ja, kam auch wieder richtig gut an bei euch die Folge, dass ich also da, nachdem ich da gebaut und wieder ein bisschen gezeigt habe, runter bin in die Höhle. In der Folge habe ich auch das erste Mal, glaube ich, angesprochen, dass ich überlege, selber ein Texture Pack zu machen. Und die Idee kam ja erfreulicherweise auch bei euch gut an. Und was haben wir hier von Craft hier? Cooles Video, freue mich. Nächstes Let's Show. Es ist bei mir immer ein Let's Show Play, wo halt gespielt und geschaut wird. Also Let's Play, Let's Show immer so im Wechsel. Ja, PS, du hast Sackgasse gesagt. Ja, habe ich gesagt. So heißt das nun mal. Ja. Nicht alles muss man zweideutig denken. Dann, ja, zum Texture Pack. Es wird wahrscheinlich doch ein 128er werden, denke ich mir. Ich habe mal Versuche gemacht mit 256er Texture Packs. Die laufen bei mir erstens nicht so richtig. Man merkt also doch deutlich, die Performance geht dann runter. Ohne dass ich wirklich eine viermal so gute Qualität habe hier von der Grafik. Ja, weil von 128 auf 256 ist eben nicht die doppelte Qualität, sondern die vierfache Auflösung. Geht ja in zwei Dimensionen. Und das holt es ehrlich gesagt bei der Grafik bei mir nicht raus. Deswegen wird es wahrscheinlich ein 128er sein. Vielleicht dann noch eine Variante als 64x64 oder 32x32 für Leute, wo also die Performance dann nochmal ein Problem macht bei einem 128er Pack. No. Ja, das hier, hey Dutchman, du hast bei sowieso Stein übersehen. Das ist ein Kommentar an einem schlechten Tag, geht der in die Hose. Sprich, kriegt einfach mal kommentarlos einen Block. Ja, das hängt wie gesagt bei mir immer von der Tagesform ab und ja, ihr wisst jetzt um das Risiko, das ihr da eingeht. Fragt euch einfach wirklich, ehe ihr sowas schreibt, ist heute wirklich mein Glückstag? Habe ich heute im Lotto eine Million gewonnen? Und so. No. Ja, es kam ja auch hier mit dem Gras, das jetzt das Saatgut ergibt. No. Ist ja nicht mehr so, dass man wie in der 1.5 noch einfach mit der Hacke normalen Dirt bearbeitet hat, um an sein erstes Saatgut zu kommen, sondern jetzt muss man eben einen Chunk aufsuchen, wo dieses wilde Gras wächst, beziehungsweise mit Knochenmehl Gras düngen, dann wächst da das Gras. Habt ihr ja auch in den letzten Folgen bei mir gesehen. Und wenn man dann das Gras aberntet, dann kriegt man also halt die Seeds, die man braucht.
Gott sei Dank bin ich mit Seeds mehr als genug versorgt. Ich habe ja an mehreren Stellen Getreidefarmen und diejenige, die ich am längsten betreibe, ist halt die auf Puerto Vallarta. Und da habe ich also in der Kiste, glaube ich, ein Dutzend Stacks, 64er Stacks dieser Seeds. Da bin ich also mit Saatgut mehr als genug versorgt. Wenn ich da irgendwo nochmal eine andere Getreidefarm starte oder ein Getreidefeld anlegen will, habe ich da Gott sei Dank keine Probleme. Also dieses Knochenmehl auf normalem Grasblock, das mache ich dann für die, ja, für die Optik. No? Ja, hier haben wir es auch nochmal von Sony 840. No? 256 mal 256 geht einfach zu heftig auf die Performance, ohne dass man wirklich was optisch davon hat. Und von daher wird es wahrscheinlich nur 128er und dann eben noch als kleine Version abgespeckt, entweder 64 mal 64 oder 32 mal 32. Ja, das dazu erstmal diese Folge mit den Kommentaren. Wir haben da ja noch einen Teil aufzuholen. Wird also in den nächsten Tagen nochmal eine Folge geben von gute Zeilen, schlechte Zeilen. Denn gerade zur Folge 100 und zu den Sachen, die ich vor der Folge 100 gemacht habe, dass ich also da extra noch diese Zusatzvideos mal hochgeladen habe, entweder ein Toolbox-Video oder ein Trackmania-Video mit Regiekommentar, da gibt es ja auch noch einiges zuzusagen. Es wird also in den nächsten Tagen gleich die nächste Folge von gute Zeilen, schlechte Zeilen kommen und ich werde einfach dann die Zeit nutzen, um in Minecraft immer noch weiterzubauen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Atschö mit Ö.